Jo Leute, was geht? Euer Seth hier. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Food Peppy Trading Kanal. Und gestern habe ich euch ja auf meinem, also auf dem ZViva Kanal, von dem letzten EA-Fail berichtet. Also es war ja so, dass der Matteo Guendouzi RTTF die falsche Liga hatte. Der war nämlich mit einer League O statt einer Serie A Karte auf dem Markt. Und da habe ich ja gesagt, wir hatten das schon mal. Und da hat EA das so gelöst, dass alle Spieler, die diese falsche Karte hatten, diese auch behalten durften. Und dann halt auch diese Coins, die sie dafür ausgegeben haben, auf dem Transfermarkt einfach wiederbekommen. Also sie kriegen so gesehen, wenn man möchte, Coins geschenkt, und so lösen sie es auch dieses Mal wieder. Also alle, die Matteo Guendouzi als League-Or-Karte gekauft haben, der war glaube ich bei 190.000 Coins, dürfen den behalten und kriegen die Coins dafür auch wieder. Das war Fail Nummer 5, und weil es so schön ist, machen wir mit Fail Nummer 6 weiter. Gestern gab es nämlich direkt den nächsten Fail von EA. Das war dann glaube ich Fail Nummer 6 in insgesamt 8 Tagen, und der betrifft wieder diesen Teller. Das ist ja ein ewiges Hin und Her. Wir haben schon eine 98er Karte von Teller gesehen. Wir haben gesehen, dass die Silberkarte von ihm in diese Road to the Final Karte geswitcht wurde. Jetzt hat, glaube ich, EA probiert, diese Road to the Final Karte zurück zu einer Silberkarte zu switchen. Hat so semi-gut funktioniert. Das, was nämlich passiert ist, ist folgendes. Wir hatten gestern einfach Goldtellers. Goldtellers ist auch eine geile Mehrzahl. Ein 96er Goldteller auf dem Markt, beziehungsweise mehrere. Also wieder ein Fail. Das haben die aber, muss man offen kommunizieren, relativ schnell gefixt. Aber ich glaube, es ist bei EA halt gerade wirklich so, wenn du einmal Scheiße an Haken hast, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Also ich glaube, 6 Fails in 8 Tagen, darunter der Messi-Fail, also der größte Fail in der EA-Geschichte seit Jahren. Ja, also das ist schon extrem heftig und zeigt auch so ein bisschen, wo wir uns gerade mit diesem Spiel befinden. Also das ist wirklich ein Trauerspiel aktuell. Aber na gut, sorgt dafür, dass wir hier schönen Content haben. Ja, ich bin auch kein FIFA-Creator oder kein Trading-Creator mehr, sondern ein Fail-Creator gefühlt. Nein, Spaß, aber es ist schon eine extreme Schlachtzahl. Dann haben wir gestern die 10x83 plus SPC bekommen. Dafür brauchen wir einen Inform und insgesamt ein Rating in Höhe von 83. Ich glaube, das Ganze ist alle 3 Tage wiederholbar, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist eine super SPC, aus dem einfachen Grund, weil ich euch ja gestern auf meinem Kanal, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, ich mache das mal größer, Informs empfohlen habe. Ich habe ja gesagt, investiert in Informs, beziehungsweise macht einfach mit Informs UV. Die haben gerade einen guten Preis, und ich sehe die im Laufe der nächsten Wochen auf jeden Fall ansteigen. Und das ist doch nochmal schneller passiert, als ich ehrlicherweise gedacht habe. Ja, wir haben die so für 18.000 Coins eingekauft, die günstigsten. Ich habe gesagt, komm, mach einen Aufschlag von 3.000 Münzen drauf. Die gehen sehr, sehr gut weg. Und dank der SBC, die wir gestern bekommen haben, sind halt die günstigsten Informs so bei 22,5k. Wenn ihr also gestern das Video geschaut habt, dann und eine volle Liste gemacht habt, werdet ihr so ungefähr um die 300.000 Münzen Gewinn gemacht haben innerhalb weniger Stunden. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Und by the way, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, hattet ihr jetzt ein relativ kleines Einkaufsfenster, ja? Deswegen gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, wirklich, damit ihr immer top informiert seid. Und natürlich, wenn ihr mich supporten wollt, noch einen Daumen nach oben da lassen. Kann man denn weiterhin mit Informs traden? Und ich denke, ja. Also die sind zwar jetzt bei 22.000, 23.000 Coins, aber ich denke trotzdem, dass man weiterhin mit denen UV machen kann. Ich habe ja gestern gesagt, ich sehe die irgendwie im Laufe der Zeit bei 30.000 plus wieder. Es kann natürlich sein, dass die morgen, also am Mittwoch, wenn wir das neue TOTW um 19 Uhr die Packs bekommen, nochmal ein bisschen droppen. Es kann sein, dass die am Freitag, wenn wir das Future Stars Event bekommen, auch nochmal ein bisschen droppen. Da werden wir auch nochmal einen guten Einkaufszeitpunkt haben. Aber ich denke, man kann trotzdem immer mal wieder mit diesen Karten UV betreiben. Wenn ihr genau wissen wollt, mit welchen Karten, das werde ich jetzt nicht nochmal erklären, verlinke ich euch das Video von gestern auf dem ZViva-Kanal. Checkt das gerne ab, wenn ihr UV mit Informs machen wollt. Ansonsten habe ich aber noch eine super UV-Liste für die unter euch, die wirklich ein etwas höheres Budget haben, ja? Weil viele von euch sagen, ja okay, 100k oder 200 oder 300k UV-Listen sind jetzt ein bisschen in Anführungszeichen langweilig. Wir wollen mal ein bisschen höheres Budget haben, am liebsten 1 Million. Ich habe dann gedacht,
Ich mache euch erstmal eine 800 KUV-Liste. By the way, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was für ein Budget ihr gerade habt. Dann richte ich mich mal wieder so ein bisschen nach euch, weil ich möchte natürlich keine 1 Million UV-Liste machen, wenn 90% der Community gerade nach dem Totti broke ist und irgendwie nur 200 K auf der Europe. Deswegen gerne in die Kommentare, wie viel Budget ihr aktuell zum Trading zur Verfügung habt. Die Liste bauen wir natürlich wieder mit dem UV-Tool von FoodPeppy. Ihr wisst ja, ich bin Content-Creator für FoodPeppy Trading und darf dann kostenlos diese Listen Woche für Woche für euch raushauen, ist natürlich eine Win-Win-Situation. Also 800.000 Münzen Budget. Dieses Budget braucht ihr auch, wenn ihr weniger Coins habt, bitte nicht machen. Wenn ihr mehr Coins habt, könnt ihr natürlich diese Liste trotzdem mitnehmen für die PlayStation bzw. für den Xbox-Markt. Und ich sage euch ja immer, eine volle Liste beim Trading ist extrem wichtig. Also 100 Spieler belegt, im Durchschnitt kostet also ein Spieler um die 8000 Münzen. Das Ganze berechnen wir. Wir können uns das hier natürlich auch noch anders anzeigen lassen. Aber ich denke, für das Video hier ist es am besten, ja, das in der Listendarstellung zu lassen. Und diese Liste können wir jetzt auch wirklich 1:1 so nachbauen, wie sie uns vom UV-Tool ausgespuckt wurde. Ja, hier oben seht ihr den Namen des Spielers. In dem Fall ist es jetzt Partey. Dahinter die Version. Das ist in dem Fall jetzt die normale Goldkarte. Ihr seht, es gibt aber auch Food Centurions oder Dynasties oder was auch immer. Verein, damit keine Missverständnisse auftreten. Hier seht ihr den Einkaufspreis. Ganz, ganz wichtig. 6.800 Münzen. Der kann günstiger sein aktuell. Dann nehmt ihr den günstigeren mit. Sollte der gerade ein bisschen teurer sein, zum Beispiel 7.300, 7.400 Münzen, könnt ihr den trotzdem einmal einkaufen, solange ihr mit dem Startpreis hier hinten Gewinn macht. Denkt an die 5% EA-Steuer, ja? Also ihr kauft den einmal ein und verkauft den auch direkt wieder, beziehungsweise stellt den UV, sprich überteuert, auf den Transfermarkt drauf. 8.100 Münzen Startpreis, 8.400 Münzen Sofortkaufpreis. Die Preise bitte so lassen, das sind optimierte Preise, da ist ein Algorithmus hinter, der diese ganzen Preise berechnet, deswegen daran nicht rumspielen. Und dann kauft ihr jetzt von oben nach unten die Karten einmal ein und stellt sie direkt für eine Stunde, ganz, ganz wichtig, auf den Transfermarkt wieder drauf, weil die Karten gehen immer erst am Ende weg. Ja, also wenn ihr die für 3 Tage drauf stellt, macht es überhaupt keinen Sinn, weil die sich höchstens in der letzten Sekunde verkaufen, höchstens sie steigen zwischendurch komischerweise, aber davon ist erstmal nicht auszugehen. Deswegen immer für eine Stunde anbieten. Und ja, offensive Spieler könnt ihr gerne mit einem offensiven Chemiestil kaufen, wie einem Hunter, und defensive mit einem Shadow oder mit einem Anker. Ist allerdings kein Muss. Damit ihr nicht jedes Mal die Konsole neu starten müsst, könnt ihr auch einfach die Liste immer wieder refreshen, indem ihr das über die Web-App oder über die Compagnon-App, sprich über das Handy, macht. Ist deutlich einfacher. Bei Verkäufen immer wieder nachkaufen, damit ihr im Umkehrschluss eine volle Liste habt. Und ja, macht das Video einfach auf Pause, macht euch Screenshots, baut die Liste ganz entspannt nach. UV funktioniert aktuell extrem gut. Wir sind wieder in so einer Phase langsam, wo ja UV goldene Zeiten hat. Am Anfang ist es ja immer so ein bisschen schleppend, weil jeder auf Coins achtet. Jetzt ist das nicht mehr so. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Liste. Also macht die Coins entweder mit Inform Trading oder mit dieser 800k UV-Liste. Das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr wisst jetzt erstmal, was zu tun ist, wie ihr Coins machen könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Seth.